In der ältesten Wüste der Welt lebt eines der am wenigsten erforschten Wesen unseres Planeten. Es ist ein mysteriöses Tier, voller Geheimnisse. Wie eine Fata Morgana erscheint es zwischen den Dünen. Andere Tiere spüren seine Anwesenheit, fühlen die Gefahr, in der sie sich befinden. Geheimnisvoll und scheu, dieses Tier ist ein Phantom der Wüste. Es gilt als Aasfresser und ist doch ein erfolgreicher Jäger. Zweifellos ist dieses Tier ein Überlebenskünstler. Doch wie lange noch kann es in einer Welt bestehen, die sich so sehr wandelt? Europäische Seeleute tauften diese wilde Küste einst das Tor zur Hölle. Das afrikanische Volk der San nannte es das Land, das Gott im Zorn schuf. Namibias Atlantikküste ist einer der trockensten, windigsten und klimatisch extremsten Orte dieser Erde. Hunderte Schiffswracks an der Skelettküste bezeugen ihre tödliche, wilde Natur. Doch ein Tier hat sich diesen Ort zur Heimat gemacht. Es jagt in den Seebärenkolonien an der Küste. Die kühlen, fischreichen Gewässer ernähren Hunderttausende der Robben. Von den Seebären wiederum ernährt sich dieser gewiefte Wüstenjäger. Die Schabrackenhyäne, auch braune Hyäne oder Strandwolf genannt. Eine weitere Abenteurerin streift ebenfalls regelmäßig durch diese wilde Landschaft. Die deutsche Wissenschaftlerin Ingrid Wiesel widmet ihr Leben der Erforschung des Strandwolfs. Und das ist nicht einfach. Ich suche nach einer meiner Hyänen, die heißt Tosca. Ich habe seit einiger Zeit ihr Signal nicht empfangen können. Und ich bin jetzt ziemlich beunruhigt, dass ihr was passiert sein könnte. Tosca war ein 4 Monate alter Welpe, als Ingrid sie das erste Mal sah. Und sie hat miterlebt, wie sich der Winzling zum Leittier des Clans entwickelte. Tosca ist eine ganz besondere Hyäne für mich. Ich kenne sie jetzt seit vielen Jahren, aber ich kannte ihre Mutter, ich kannte ihre Großmutter. Und sie gehört zu der Gruppe Hyänen, die ich, seit ich hier angefangen habe zu arbeiten vor 17 Jahren, studiert habe. Ingrids Feldforschung findet in der ältesten Wüste der Welt statt, der Namib, die parallel zur Atlantikküste verläuft. Ihre Basisstation liegt in der ehemaligen Diamantenstadt Lüderitz. Ingrid arbeitet nicht nur in einem der unwirtlichsten Lebensräume. Ihre Forschungsobjekte sind darüber hinaus auch noch äußerst scheu. Ihnen nahe zu kommen ist nicht einfach. Ingrid begann, einen Familienverband zu beobachten. Es war Toscas Clan. Die braunen Hyänen können bis zu 90 Kilometer am Tag zurücklegen. Ihnen in der endlosen Wüstenlandschaft zu folgen, ist schwierig. Doch moderne Technik hilft Ingrid dabei. Sie hat Tosca und einigen anderen Muttertieren Halsbänder mit GPS-Sendern angelegt. Diese Sender senden ein Radiosignal, das ich empfangen kann und mit einer Richtungsantenne das Tier dann finden kann. Die Halsbänder zeichnen die Bewegungsmuster der Hyänen ganz genau auf, wo sie sich aufhalten und wie lange sie dort bleiben.
Das Schöne an diesen Sendern ist, dass wir die Daten über Fernsteuerung herunterladen können. Und wenn die Batterie des Senders zu Ende ist, kann ich den Sender abfallen lassen. Das heißt, das Tier hat den Sender im Endeffekt nur für ein paar Jahre dran. Nach 17 Jahren Feldforschung gilt Ingrid als führende Expertin für diese scheuen Fleischfresser. Die Einheimischen nennen sie mittlerweile die Hyänenfrau. Wie die Daten aus den Halsbandsendern bewiesen, verbringen die Hyänen viel Zeit in den Seebärenkolonien der Küstenstrände. Lange wurde vermutet, dass sie sich von Robbenkadavern ernähren. Ingrid hat entdeckt, dass die Tiere auch gute Jäger sind. Junge Seebären sind eine wichtige Nahrungsquelle für die Hyänen. Und auch wenn man schnell Mitgefühl für die Opfer entwickelt, Ingrid bleibt wissenschaftlich objektiv. Da sind so viele Robben in der Robbenkolonie. Es sind tausende von Jungtieren. Und insofern stellen sie im Endeffekt nur Beuteobjekte dar, zu denen man keine persönliche Beziehung entwickelt. Die Hyänen sind erstaunlich effiziente Jäger. Sie töten die Robbenjungen mit einem einzigen Biss. Wenn man Karnivoren studiert, muss man einfach mit dem Tod umgehen können. Die Karnivoren müssen auch überleben, die müssen ihre Jungtiere füttern. Und das ist halt das Leben. Ingrid hat ebenfalls entdeckt, dass die Küstenhyänen im Unterschied zu ihren Verwandten im Landesinneren auch tagaktiv sind. Die Hyänen bringen ihre Beute zurück zu ihren Bauen. Die liegen bis zu 20 Kilometer entfernt in den abgeschiedenen Bergtälern des Küstenhinterlandes. Die Baue der Hyänen sind für Ingrids Arbeit besonders wichtig. Denn hier treffen sich alle Mitglieder eines Clans. Ingrids Lieblingstier, Tosca, war immer eine der aktivsten Hyänen. Die weiblichen braunen Hyänen sind im Endeffekt schon meine Lieblingstiere. Dadurch, dass sie die Jungtiere aufziehen müssen, die haben einfach den härtesten Überlebenskampf und das macht sie so besonders. Ein typischer Clan besteht aus 2 bis 4 erwachsenen Tieren, die die Welpen mit Nahrung versorgen. In der Nähe der Baue halten sich oft Schabrackenschakale auf, immer in der Hoffnung, den braunen Hyänen einen Happen abzuluxen. Die Geburtshöhlen und Kinderstuben liegen versteckt, sodass die jungen Hyänen in Ruhe aufwachsen können. Sie bleiben hier, bis sie 15 Monate alt sind. Auf ihrer Suche nach Tosca überprüft Ingrid alle Unterschlüpfe, in denen die Hyäne je gelebt hat. Falls sich Tosca in einem aufhält, dann findet Ingrid sie. Ich bin alle Bauten abgegangen, von denen ich weiß, dass sie sie in der Vergangenheit benutzt hat. Aber keiner der Bauten zeigt irgendwie Anzeichen von Aktivität. Die große Menge alter Knochen beweist, dass das Areal lange genutzt wurde. Doch frische Fraßreste fehlen vollständig. Tosca hat nach dem Tod ihrer Mutter die Führung des Clans mehr oder weniger übernommen. Wir haben hier keine richtige Hierarchie bei den Tieren, aber es ist meistens nur ein Weibchen pro Gruppe, die Jungtiere bekommt. Und das ist in dieser Gruppe Tosca. Und insofern ist sie natürlich sehr, sehr wichtig für die Dynamik des gesamten Clans.
Nachdem Ingrid alle ihr bekannten ehemaligen Baue kontrolliert hat, steht fest, Tosca und ihr Clan haben das Revier verlassen. Toscas Verschwinden stellt Ingrid vor ein großes Rätsel. Wo hat Tosca ihren Clan hingeführt? Und vielleicht noch wichtiger, warum haben die Tiere ihr Revier verlassen? Falls Toscas Verschwinden bedeutet, dass die Hyänen durch eine neuartige Bedrohung gefährdet sind, dann muss Ingrid die Ursache herausfinden. Zurück in Lüderitz beginnt der nächste Tag für Ingrid mit einer schlechten Nachricht. Hallo? Ja? Ach nein, nicht schon wieder. Ich habe heute Morgen einen Anruf bekommen. Jemand hat eine tote Hyäne auf der Straße liegen sehen. Und von der Gegend, wo diese Hyäne überfahren wurde, kann es sein, dass es sich dabei um Tosca handelt. Ich hoffe nicht, weil das wären wirklich sehr, sehr schlechte Neuigkeiten. Ich kann sie da sehen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Hyäne trägt keinen Sender. Ein gutes Zeichen. Doch hin und wieder streifen die Tiere ihre Sender auch ab. Okay, das Erste, was ich schaue, ist, ob es ein Männchen oder Weibchen ist. Okay, es ist ein Männchen. Insofern kann es, es ist Gott sei Dank nicht Tosca. Aber es ist ein junges Tier. Man kann sehen an den Zähnen, vielleicht 3 Jahre alt. In einer sehr, sehr guten Kondition. Aber ich bin immer, muss ich sagen, beruhigt, wenn sowas schon passiert, wenn es ein Männchen ist. Denn wenn man Weibchen findet, ist immer die Möglichkeit, dass es gerade Jungtiere hat und säugt und damit die Jungtiere auch sterben. Und ja, manchmal hat man natürlich dann auch schwangere Tiere, die überfahren werden. Und ja, das ist dann wirklich, das ist dann doppelt und dreifach tragisch. Gut, aber ich werde ihn jetzt aufladen und wir werden dann ja alle Messungen nehmen, die wir brauchen. Diese Hyänen haben eh schon recht schwieriges Leben, in dieser Wüste zu überleben. Sie müssen genügend Nahrung finden, sie müssen ihre Jungtiere aufziehen. Und es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, dass in so einem eigentlich ungestörten Habitat doch die Menschen wieder die größte Gefahr für diese Tiere darstellen. Ingrid führt ihre Suche in einem von Toscas Jagdrevieren fort, einer Bucht namens Van Rhienen Bay. Mehrere Robbenkolonien haben sich hier angesiedelt. Auf einer Klippe hoch über der Bucht befindet sich Ingrids Beobachtungsstation. Hyänen sind inmitten der Robben keine auszumachen, doch andere Raubtiere. Ich kann sehr, sehr viele Schakale heute an der Kolonie sehen. Die Schakale stillen ihren Hunger an Kadavern verendeter Robben. Doch in diesem Jahr lagern hier weniger Seebären als sonst. Die Schakale agieren deshalb offensiver und haben ein schon größeres Robbenjunges als Beutetier ins Auge gefasst. Das Kleine muss nahe bei seiner Mutter bleiben, doch die Schakale versuchen immer wieder, die beiden zu trennen. Und sie haben Erfolg. Jetzt kann sich das Junge nur noch retten, indem es rechtzeitig das Wasser erreicht.
Dutzende Schakale sind hier, aber leider keine einzige Hyäne. Ingrid macht sich wieder auf den Weg. Eine weitere große Robbenkolonie befindet sich in Bakers Bay, 100 Kilometer südlich von Lüderitz. Ingrid hofft, ihre Hyäne Tosca nun dort zu finden. Im Sommer, wenn der Nachwuchs zur Welt kommt, lagern in Bakers Bay mehr als 20.000 Robben. Die Bucht ist daher ein gutes Jagdrevier für braune Hyänen. Am Ende der Bucht humpelt eine einsame Gestalt Richtung Kolonie. Oh, meine Güte. Das ist ein alter Freund von mir. Der Name der Hyäne ist Halenge. Und ich kann das gar nicht glauben, dass wir den hier jetzt sehen. Halenge war eins der ersten Tiere, die ich jemals mit einem GPS-Collar besendet habe. Gott, ich glaube, der ist, ich muss jetzt mal überlegen, aber ich glaube, Halenge ist jetzt, der müsste 14 bis 16 Jahre alt sein. Also, ich bin wirklich überrascht, dass ich ihn hier in der Kolonie sehe. Er sieht aus, als ob er in einer ziemlich guten Kondition ist, für sein Alter zumindest. Er humpelt ein bisschen, aber das ist nicht ungewöhnlich, denn die Tiere verletzen sich relativ häufig hier in der Gegend, in den Felsen, dass sie ausrutschen. Aber wir haben halt auch ziemlich viele Hyänen hier, die an der Kolonie nach Nahrung suchen. Insofern kämpfen Hyänen natürlich auch miteinander. Und es kann auch sein, dass er die Verletzung halt beim Kampf mit einer anderen Hyäne bekommen hat. Und es sieht wirklich so aus, als ob er hier noch an der Kolonie Robbenjungtiere töten würde. Aber ist eine alte, verletzte Hyäne überhaupt in der Lage, eine Robbe zu erlegen? Das Muttertier verteidigt sein Junges gegen den Angreifer. Und beschützt es vor der Attacke. Durch sein Alter und seine Verletzungen fällt Halenge alles schwer. Und Tage mit gutem Jagderfolg sind längst spärlich gesät. Und da hat er eine. Dass er nach so langer Zeit noch so erfolgreich ist und so lange hier überlebt hat, das überrascht mich jetzt wirklich. Und es ist Wahnsinn. Halenge greift erneut ein Jungtier an. Er tötet es ebenfalls mit nur einem Biss. Ingrid hat dieses ungewöhnliche Jagdverhalten öfters beobachtet. Eine Hyäne erlegt kurz nacheinander 3, manchmal aber auch 10 oder 20 Jungtiere. Einmal waren es sogar knapp 100. Die Forscherin führt das Verhalten auf eine Überreizung des Jagdtriebs zurück. Beute ist in so großer Menge vorhanden. Die Hyänen können nicht aufhören zu jagen. Bakers Bay ist eines der Hauptjagdreviere der Hyänen. Doch von Tosca ist weit und breit keine Spur. Hält sich Tosca also nun im Landesinneren auf? Wissenschaftlerin Ingrid Wiesel ändert ihre Strategie. Sie will nun in der Wüste nach Tosca Ausschau halten. Wüstenpferde gehören zu den eher unerwarteten Bewohnern der Namib. Seit Generationen leben sie hier. Eine Legende sagt, dass sie von deutschen Soldaten während des Ersten Weltkriegs freigelassen wurden. Eine andere, dass sie nach einem Schiffbruch vor der Küste hier strandeten.
Wie auch immer, sie sind wahre Überlebenskünstler. Diese Pferde haben sich mit der extrem unwirtlichen Natur der Wüste arrangiert. Seit gut einem Jahrhundert trotzen sie allen Gefahren, ob Dürren oder hungrigen Löwen und Hyänen. Jede Herde besteht aus etwa 10 Pferden und wird von einer Leitstute geführt. Ein oder zwei Hengste beschützen die Stuten und Fohlen und halten Rivalen fern. Hier im Hinterland will Ingrid herausfinden, ob Tosca aus ihrem Jagdrevier an der Küste womöglich in das Territorium einer Hyäne namens Obelixa gewechselt ist. Sie trägt ebenfalls einen Sender und ist meist in der Geisterstadt Elizabeth Bay anzutreffen. Elizabeth Bay wurde 1948 verlassen. Es ist einer der ungewöhnlichsten Orte, an dem braune Hyänen zu finden sind. Was absolut unglaublich ist, wenn man sich vorstellt, dass vor 100 Jahren Menschen hier gelebt haben und auf einmal die Hyänen sich die alten Ruinen zum Zuhause gemacht haben und praktisch die Natur diese Geisterstadt in einer sehr ungewöhnlichen Weise für sich zurückerobert hat. Die Stadt wurde 1908 von deutschen Kolonialisten für die Arbeiter einer nahegelegenen Diamantenmine erbaut. Als die Menschen den Ort später wieder verließen, eroberte in sich die Wüste zurück. Nach und nach löscht sie die Erinnerung an die einst lebendige Gemeinschaft aus. Lässt sie unter Sand verschwinden. Langsam verfallen Wohnhäuser, Schule, Bäckerei und Metzgerei. Und die Limonadenfabrik, deren Getränke das Leben in der brütenden Hitze sicher ein bisschen erträglicher machten. Die einstige Veranstaltungshalle hat sich zum beliebten Ruhe- und Rückzugsplatz der Hyänen gewandelt. Ich habe Obelixas Signal jetzt bekommen hier. Es ist ziemlich schwierig, zwischen diesen Gebäuden eine ordentliche Richtung zu bekommen, weil das Signal einfach an den Wänden hin und her springt, dass ich die Richtung jetzt nicht bestimmen kann. Ich weiß, dass hier einige Rastplätze sind, die Obelixa häufig benutzt, zum Beispiel in diesen Gebäuden. Ich will nicht zu dicht an die Tür gehen, denn wenn sie dort drin ist, hat sie keinen Weg, an dem sie flüchten kann. Ich will mich natürlich nicht selbst in Gefahr aussetzen. Vom Signal hört sich das so an, als ob sie in diesem Gebäude ist. Obelixa liegt gern tagsüber hier in diesen Ruinen. Hier sind ganz schöne Rastplätze. Und ich weiß von einem, den sie sehr häufig benutzt. Nee, aber sie ist auch nicht hier. Aber das hier ist dieser Rastplatz, in dem sie meistens liegt oder ich sie sehr oft finde. Und man kann sehen, da sind ganz viele frische Spuren. Aber gut, dann suchen wir mal in den anderen Häusern weiter. Tana, da ist sie. Sie ist gerade rausgekommen aus der einen Tür. Ja, da ist sie. Sie sieht eigentlich gut aus. Ich kann jetzt von hier nicht sehen, dass irgendwas mit ihr nicht in Ordnung ist. Sie ist wohl genährt. Ich kann Obelixa nicht gut genug sehen, um wirklich ihre Kondition ordentlich einschätzen zu können. Aber was auf jeden Fall klar geworden ist, ist, dass der Sender nicht richtig funktioniert. Und das heißt, dass ich jetzt versuchen werde, sie zu fangen, um ihr Sender auszutauschen. Bei Einbruch der Dunkelheit sind alle Vorbereitungen getroffen. Tierarzt Hartmut Artwin wird Obelixa fachgerecht betäuben. Hartmut und Ingrid haben schon oft eine Hyäne mit einem neuen Sender ausgestattet. Und jede der beiden weiß genau, was zu tun ist. Und Hartmut ist ein guter Schütze. Das ist wichtig, weil Obelixa in völliger Dunkelheit gefangen wird. Braune Hyänen sind sehr schüchterne Tiere. Wir könnten kein normales Licht benutzen, um sie zu beobachten lassen, weil es sie stören würde. Insofern benutzen wir.
Fleischköder soll Obelixa anlocken. Der zieht allerdings vorerst nur Schabrackenschakale an. Erst einige eiskalte Nachtstunden später erliegt auch die Hyäne der Versuchung. Da, da ist Obelixa, glaube ich. Ja, ich kann ihren Sender sehen. Oh, fantastisch. Sie scheucht den Schakal weg. Okay, wir müssen jetzt ganz leise sein, dass wir nicht stören. Der Schuss erschreckt Obelixa zum Glück nicht allzu sehr. Liefe sie jetzt weit weg, wäre es schwierig, sie in der Dunkelheit wiederzufinden. Nach nur wenigen Minuten beginnt das Betäubungsmittel zu wirken. Obelixa bleibt an einem Platz liegen, der für Ingrid und den Tierarzt gut erreichbar ist. Wenn wir die Hyäne betäubt haben, müssen wir sehr leise sein, denn die Tiere können alles noch hören, was um sie herum vorgeht. Sie können bloß nicht darauf reagieren. Der Wechsel des Senderhalsbandes muss rasch erfolgen. Wir legen den Sender so an, dass zwei Finger zwischen dem Hals und dem Sender liegen. Das macht sicher, dass der nicht zu fest sitzt und das Tier keine Probleme hat mit dem Halsband um den Hals. Aber wir müssen auch schauen, dass es nicht über den Kopf gezogen werden kann. Mit Hilfe des Tierarztes kommt Ingrid zu Haar-, Blut- und Gewebeproben von Obelixa, die später analysiert werden. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört es, die Gesundheit der Tiere regelmäßig zu überprüfen. Zum Schluss wird der Hyäne ein Gegenmittel gespritzt, das sie innerhalb weniger Minuten aus der Betäubung erlösen soll. Es gibt einige Forschungen, die besagen, dass die Tiere so eine Art Gedächtnisverlust, Amnesie haben durch den Einfluss der Droge, was für uns natürlich relativ gut ist. Zunächst ist Obelixa noch etwas wackelig auf den Beinen. Erst einige Stunden später wird sie wieder völlig fit sein. Und am nächsten Morgen sieht man der Hyäne die nächtliche Aktion überhaupt nicht mehr an. Obelixas angestammtes Revier sind die Ruinen und das Umfeld von Elizabeth Bay. Hinweise auf ihre Lieblingshyäne Tosca hat Ingrid hier keine finden können. Ingrid Wiesel setzt ihre Suche nach der Hyäne Tosca aus der Luft fort. Vom Flugzeug aus hat die Wissenschaftlerin nicht nur beste Sicht auf die einzelnen Reviere der braunen Hyänen, sie gewinnt auch einen Überblick über das Gesamtterritorium. Im Landesinneren scheint die Namib unendlich zu sein. Doch die Hyänen schaffen es sogar in dieser unwirtlichen Umgebung zu bestehen. In dieser Gegend eine Hyäne aus der Luft zu finden, gleicht der berühmten Nadel im Heuhaufen. Über der Wüste hat Ingrid kein Signal empfangen. Die Flugroute führt zurück an die Küste. Diesmal in den Süden von Lüderitz. In einer Bucht namens Atlas Bay lagert eine große Robbenkolonie und endlich hat Ingrid Glück. Oh, ich kriege ein ganz, ganz schwaches Signal. Das ist wirklich ganz schwach. Aber es ist eindeutig Toscas Halsbandsender, der das Signal abgibt.
Ingrid ortet Tosca im Hinterland von Atlas Bay. Diese Region kennt die Wissenschaftlerin extrem gut, auch die Lage aller alten Hyänenbaue, die bis vor kurzem noch unbenutzt waren. Ich suche jetzt nach einigen Anzeichen, dass Hyänen hier in dem Bau sein könnten. Ich sehe hier auf dem Felsen ein paar Schakale. Das ist immer ein gutes Anzeichen, dass der Bau aktiv sein könnte, weil Schakale den Hyänen folgen, da Hyänen Nahrung für die Jungtiere zum Bau bringen. Und ich sehe auch ein paar frische Hyänenspuren hier. Ja, gibt mir Hoffnung, dass vielleicht dieser Bau aktiv ist. Ich werde jetzt mal schauen und ein bisschen näher rangehen. Also es sind hier wirklich jede Menge frischer Hyänenspuren, viele Kadaver, die hier rumliegen. Und der Geruch hier von verrotteten Nahrung, die die Tiere zurückbringen, ist sehr, sehr stark. Also von den ganzen Anzeichen, die ich hier sehe, sieht es wirklich so aus, als ob dieser Bau aktiv ist. Ich weiß nur nicht, wer hier sein könnte. Es könnte Tosca sein, was absolut unglaublich wäre. Da sind jetzt drei Hyänen am Bau, aber ich kann nicht sehen, um wen es sich da handelt. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich in der Nähe des Baus Kamerafallen aufbaue, zumindest eine Kamerafalle, und hoffe, dass ich gute Bilder von diesen Tieren bekomme, dass ich sie identifizieren kann. Aber der Bau ist aktiv. Das ist fantastisch. Am nächsten Morgen baut Ingrid ihre Kamerafalle auf. Sie sichert die Kamera besonders sorgfältig, da Hyänen sehr neugierig sind. Wir haben einen Sensor vorne an der Kamerafalle, der einen Infrarotstrahl aussendet. Und sobald dieser Infrarotstrahl gebrochen wird, von einem Tier zum Beispiel, nimmt die Kamera automatisch ein Foto. Und in diesem Fall habe ich die Kamerafalle jetzt auf Video eingestellt. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, ob wir was auf dieser Falle bekommen. Am nächsten Tag kehrt Ingrid nach Atlas Bay zurück, um die Aufnahmen der Kamerafalle im Umfeld des Baues herunterzuladen. Ich bin wirklich gespannt zu sehen, was auf diesen Bildern drauf ist. Ich hoffe, dass wir ein paar von den Tieren identifizieren können. Und, die Hyänen haben es geschafft, die Kamerafalle aus dem Käfig wieder rauszureißen. Obwohl ich diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen hatte. Aber ich denke, ich kann schon so ein paar Kleinteile hier sehen. Das sind die Batterien. Oh, da liegt auch noch was. Ich hoffe, dass wir die Speicherkarte noch finden. Da ist... Glück gehabt. Oh ja, wir haben noch die Karte dort. Das heißt, wir können vielleicht sehen, welche Tiere das waren. Ich hoffe, da ist was drauf. Also mal schauen. Ich werde jetzt erstmal zum Computer gehen. Aber es sieht ganz gut aus. Also es ist nicht alles zerstört. Ich sehe Stachelschweine. Das Stachelschwein ist aus dem einen Eingang herausgekommen. Und jetzt kommt ein Tier, geht zur Kamerafalle. Und ja, das ist das Tier, das die Kamerafalle dann zerstört hat. Naja, aber ich kann leider keine... Da kommt's noch mal. Und das war's. Jetzt ist die Kamerafalle kaputt. Das sind auf jeden Fall sehr gute Neuigkeiten. Wir haben Hyänen hier auf den Bildern drauf, auf den Videos. Der Bau ist also aktiv. Will Ingrid aussagekräftigeres Bildmaterial von seinen Bewohnern, muss die Fotofalle aber besser platziert werden.
Ich bin direkt vom Höhleneingang. Der ist nur ein paar Meter von mir entfernt. Und deshalb habe ich jetzt einen anderen Plan gemacht und die Kamerafalle höher angebracht. Und ich hoffe jetzt, dass die Tiere einfach diese Kamera nicht erreichen können. Ingrid muss die Technik jetzt einige Zeit für sich arbeiten lassen. Erst danach wird sich zeigen, ob sie Tosca wirklich wiedergefunden hat. Die Frage, warum Toscas Clan sein ursprüngliches Revier verlassen hat, bleibt allerdings weiter ungeklärt. Ingrid fährt zurück zu der Bucht, an der die Tiere früher hauptsächlich gejagt haben. Die Kolonie war nie groß, hat aber das Überleben der Hyänen gesichert. Doch nun gibt es einschneidende Veränderungen. Oh nee, das habe ich jetzt nicht erwartet. Hier liegen Hunderte von toten Robben. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Normalerweise sterben die Robbenjungtiere meistens so ungefähr einen Monat bis zu einem Monat nach Geburt. Da haben wir die höchste Mortalität. Aber diese Tiere sind jetzt schon 4-5 Monate alt. Die sollten eigentlich nicht in dieser Anzahl sterben. Falls es noch mehr solcher Massensterben gegeben hat, erklärt das, warum Tosca mit ihrem Clan umgesiedelt ist. Die Robbenpopulation an diesem Strand muss rückläufig gewesen sein. Die Kadaver könnten die Hyänen ein oder zwei Tage ernähren. Langfristig gesehen müssen sie jedoch woanders jagen. Ich werde ein paar Proben nehmen und dann mit den Marinenbiologen in der Stadt sprechen und mal sehen, ob wir eine Idee haben, was hier vorgefallen sein könnte. In ihrer Basisstation in Lüderitz trägt Ingrid alle Daten und Fakten zu dem ungewöhnlichen Vorfall zusammen, um Erklärungen dafür zu finden. Ich habe auch mit einigen Meeresbiologen gesprochen über dieses Vorkommen. Und die haben mich in eine Richtung gewiesen und sagten, dass es vielleicht eine Vergiftung der Robben sein könnte. Bei Algenblüten wie der sogenannten roten Flut entsteht giftige Domoinsäure. Sie greift das Gehirn von Säugetieren wie Robben oder auch Menschen an. Und das kann zum Tod führen. Meist tauchen diese Algenblüten dort auf, wo üblicherweise kühltemperiertes Meerwasser eine Erwärmung erfährt. Steigt die Wassertemperatur vor der Küste, gibt es weniger Fische. Die Hauptnahrung der Robben wird also knapper. Weniger Nahrung bedeutet weniger Robben. Und das wiederum wirkt sich auf Namibias Küstenhyänen aus. Diese Kette an Veränderungen ist auf den Klimawandel zurückzuführen. Er könnte also selbst in dieser einsamen Region im Süden Afrikas das Überleben der braunen Hyänen gefährden. Einige Tage später steht der Kontrollgang in Atlas Bay an. Diesmal wurde die Kamera nicht angeknabbert. Und die Wissenschaftlerin kann es kaum erwarten, die Aufnahmen in ihrem Büro zu analysieren. Ja, wunderbar. Es sieht so aus, als ob das die ganze Nacht durch Aufnahmen gemacht hat. Das sind zwei subadulte Tiere vor dem Bau. Dann vier Schakale, die jagen sich gegenseitig. Ein Schakal geht zum Eingang. Auf dem ist nichts drauf. Da kommt ein erwachsenes Tier. Ich glaube das nicht. Das Tier hat einen Sender. Ich glaube, das könnte sein, dass das Tosca ist. Ja, auf diesem Tier, ich kann sie ganz klar sehen. Mit dem Sender und die Beinstreifen, das ist definitiv Tosca. Das ist unglaublich. Das ist so wahnsinnig. Und jetzt gräbt sie. Das machen die ganz häufig, um den Eingang freizugraben oder halt die Höhle zu vergrößern. Nein, da kommt ein Jungtier raus. Ich glaube es nicht. Das ist ein ganz, ganz kleines Jungtier. Und ein zweites, das gibt es noch gar nicht. Zwei Jungtiere. Oh, ich kann nicht glauben, ich habe sie so lange nicht gesehen. Jetzt kommen zwei, hat sie zwei Jungtiere. Die sind ungefähr, so wie ich das auf diesem Video sehen kann, die sind nicht älter als 3 Monate. Und sie spielt mit denen, sie leckt sie. Und sie liegt jetzt neben ihnen. Ich bin mir sicher, dass sie gleich säugen wird. Ja. Das eine Tier trinkt schon, man kann das sehen. Und das zweite Tier,
Das spielt noch ein bisschen rum, das hat noch, ist wahrscheinlich so ein bisschen abenteuerlustiger. Es ist wahrscheinlich eines der ersten Male, dass die Jungtiere überhaupt aus dem Bau rauskommen. Die Geburt findet in einem Geburtenbau statt. Der ist relativ klein und ist nicht besonders auffällig. Und die Jungtiere kommen dort nicht aus dem Bau raus. Die Mutter geht hin, säugt die Jungtiere, aber die Jungtiere bleiben im Bau. Und dann nimmt die Mutter die zu einem Gemeinschaftsbau, der sehr viel größer ist und wo die anderen Tiere auch hingehen. Und dort fangen dann die Jungtiere an, auch rauszukommen und mit den anderen Tieren zu sozialisieren. Tja, das war's. Wir haben viel, es ist unglaublich, wir haben so viel Aufnahmen. Und es ist Tosca, wir haben sie gefunden. Zwei Monate später sind die Jungtiere bereits ein gutes Stück größer und wagen sich auch bei Tageslicht aus dem Bau. Muttertier Tosca kümmert sich liebevoll um seinen Nachwuchs. Doch nun heißt es für die Wissenschaftlerin Abschied nehmen, das Band, das sie mit der braunen Hyäne verbindet, zu lösen. Ich werde heute Toscas Sender abfallen lassen, weil die Batterie langsam zu schwach wird. Und ich möchte einfach nicht riskieren, dass ich die Daten nicht bekommen kann und den Sender nicht wiederfinde. Es ist für mich als Wissenschaftler natürlich ein ganz toller Tag, weil ich die Daten wiederbekommen werde. Ich werde sehen, was Tosca im letzten Jahr getan hat und ich kann alles wunderbar analysieren. Aber auf der anderen Seite bin ich als Mensch sehr traurig, dass ich jetzt Tosca auf Wiedersehen sagen muss. Es fühlt sich ein bisschen an, als ob ich eine Freundin verliere.